Each day we are reminded, and each day we say, there's not much that we can do, it seems so far away. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursaleen, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Liebe Brüder und Schwestern, inshallah machen wir wieder weiter mit dem fünften Lernstunde. Und heute auch nehmen wir wieder zwei neue Buchstaben. Und die erste Buchstabe machen wir erstmal Datum. Al-Ahad. ما شاء الله أدريب عفين تسعة نبي أرسل بوشرب حرف الفاء حرف الفاء في اف حرف الفاء. Und dann haben wir immer so gelernt, Anfang, in der Mitte, am Ende mit Buchstaben und am Ende getrennt. Harf al-Fa. So, am Anfang. Dann haben wir in der Mitte. Am Ende mit Buchstabe am Ende getrennt. Nochmal und noch eins. So, und jetzt machen wir da wieder mit dem Harakat. Dann können wir lesen. حرف الفاء بلس فتحة فا فا حرف الفاء بلس ضمة فو حرف الفاء بلس تنوين ضمتين sagen wir von. Harf al-fa plus tenuin kasratay sagen wir fin. Das ist von und hier fin. Harf al-fa plus kasra fi fi. حرف الفاء بلس سكون ف ف ف ف بلس فتحة ف ف بلس ضمة فو ف بلس ضمتين ودا تنوين فن ف بلس كسرتين oder Tenuin, Fin, Fa plus Kasra, Fi und Fa plus Sukun, F. Das ist einmal einer hier zu viel. Jetzt kommt wieder Huruf al-Mad. Huruf al-Mad, das sind drei Stück. حرف الفاء نعم so dann machen wir حروف المد حروف المد فاء plus فتحة
بلوس حرف المد فا هي gleich ne فا فا بلوس الف فا حرف الفاء فو genau wie hier فو فو بلوس حرف المد الواو sagen wir فو lang فو حرف الفاء بلوس كسرة وهي في في بلوس حرف المد الياء ثاني في حرف الفاء بلوس كسرة بنابية في في بلوس حرف المد الياء أم إندا كتخيم صح أم إندا في Und hier, fa, dann haben wir Med, aber machen wir nur Tenuin, Tenuin hier oben. Fathatein. Sagen wir Fan, Fan. Hier immer doppelt, hier doppelt, von, fin, fan. Das ist Tenuin, von, Tenuin, fin, Tenuin, Fan. Ja, machen wir wieder ein paar Beispiele. Nehmen wir unsere Buchstabe, was wir haben heute gelernt, Harfen Fa. Und dann machen wir Kasra unten. Sagen wir, genau hier, Fi. Fi. Und wenn wir Tenuin rein, Harf, Entschuldigung, Med, sein, Fi, genau hier, Fi. Und dann nehmen wir ein altes Buchstabe, was wir haben gelernt. حرف اللام plus تنوين sagen wir لون. Das heißt zusammen في لون Elefant في لون. Noch eine nehmen wir auch wieder حرف الفاء فاء plus فتحة sagen wir fa fa. Nehmen wir auch ein alte Buchstabe mit Hamza und Sukun genau hier f hier fa und dann noch mal ein Buchstabe ra sagen wir فأرون فأرون was heißt فأرون Maus ja hier ist فيلون und hier فأرون Maus noch eine dritte حرف الفاء ف حرف النون aber ich mache eine neue Zeichen so was bedeutet das ist Schedde 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 das muss man gedrückt sehen Fenna Na nicht Fenna gibt es Na ganz leicht gibt es Na wenn du sonst siehst wie eine 3 sieht nach oben, heißt Schedde. Das heißt, Fenna
فنان. Künstler. Künstler. Ja? فنان. Künstler. Haben wir ف plus كسرة في plus المد في لون. ف plus فتحة ف رون. فنان.